Die Formel 1 ist diese Woche in Österreich und passend dazu gibt es natürlich auch wieder heute die Hotlap. In F1-24 werde ich euch jeden Winkel dieser nahezu perfekten Strecke zeigen. Die perfekte Strecke hier im Red Bull Ring. Also, 1970 gab es hier das Debüt, aber auch immer wieder mit kleinen Pausen dazwischen. Eine 1.56 ist die schnellste Rennrunde. Es gibt 10 Kurven, 3 links und 7 rechts, also eher rechtslastig. Max Verstappen hält hier den Rekord für die meisten Sieger mit 4 und 4.318 Meter. Ist eine Runde lang, also eine sehr kurze Strecke. Dafür haben wir einen großen Höhenunterschied. Das sehen wir jetzt hier in dieser Statistik noch viel besser. Auch hier diese 3 DRS-Zonen, eine der wenigen Strecken, wo es wirklich 3 DRS-Zonen gibt. Und ein unfassbarer Höhenunterschied von 69 Metern bis zur Kurve 3 rauf. Das ist wirklich crazy. Wir starten also hier rein mit dem McLaren. Es geht aus der letzten Kurve raus. Am Ende gibt natürlich auch die Auflösung, wie schnell ich war. Let's go. Hier Richtung Turn 1. Das ist schon ein harter Bremspunkt. Und da kannst du wirklich deine Runde schon versemmeln. Hier rechts früh genug einlenken. Beim links draußen nur nicht zu weit raustragen lassen. Das ist nämlich echt ein Manko hier. Denn wenn du dich da weit raustragen lässt, da ist ein Sausage Cup. Da kannst du dich ganz, ganz leicht wegdrehen. Das Gute, dass es überall Gras und Kies, auch in der letzten Kurve hat man sich was Neues einfallen lassen. Den Berg hinauf gibt es hier die Turn 2, da wurde auch diese neue Schikane für die MotoGP eingebaut. Dritte Kurve, leichter Quersteher, das ist ein harter Bremspunkt, eine Haarnadelkurve. Und ja, da gibt es auch viele Überholmanöver natürlich, weil du hier mit DRS die längste Geraden hast, da ist es wirklich ziemlich simpel. Es geht in die zweite DRS-Zone rein, da kannst du, nein, es ist schon die dritte, Blödsinn. Es geht in die dritte DRS-Zone rein, hier geht es dann Richtung Rauchkurve runter. Da geht es schon richtig bergab, links war schon das ein oder andere Mal ein Red Bull im Kiesbett, wo ein Mercedes nachgeholfen hat, würde ich fast sagen. Kurve 5 wird ausgefahren und das ist eine Mutkurve tatsächlich. Kurve Nummer 6, eine sehr langgezogene, verdammt schnelle Linkskurve. Das ist wirklich unfassbar schnell, welche Gehkräfte da auf einen Menschen wirken können. Darfst du wirklich nicht unterschätzen, bei so einer hohen Geschwindigkeit, auch wenn du hier abfliegst, das willst du nicht unbedingt. Es geht in Turn 7 und 8. Das sind auch zwei spezielle Kurven. Hier kannst du wirklich viel Zeit gewinnen. Du musst wirklich alles reinlegen, den kompletten Schwung hier mit rausnehmen. Und ihr seht es auch, leicht gerutscht, aber das ist gar nicht so schlimm auf dieser Strecke. Und dann bist du eigentlich schon, ja, hier von der Cockpit-Ansicht, da hat es auch Lewis Hamilton mal rausgeworfen, wo da gleich die ganzen Verstappen-Fans auf der Tribüne gejubelt haben. Jetzt geht in die Jochen-Rindt-Kurve rein. Full Speed rechts, vielleicht einmal kurz vom Gas runter, links ein Track Limits Magnet tatsächlich. Man hat aber jetzt, wo dieser grüne Streifen ist, hier und auch in der vorletzten Kurve, gab es tatsächlich jetzt Änderungen. Und das ist jene, dass es kleine Kiesbettstreifen hier links neben dem Körper und auch in der vorletzten Kurve gibt. Die Strecke gut ausfahren und dann bin ich auf einer 1.47. Geht natürlich schneller, aber ich wollte jetzt auch kein allzu großes Risiko eingehen. Also hier sind wir nun, was erwarte ich mir von diesem Wochenende? Das könnte ziemlich spannend werden und Prediction-mäßig würde ich fast sagen, dass ich dieses Wochenende tatsächlich nicht Red Bull vorne sehe. Die letzten Jahre war es ja so, dass Red Bull quasi einen Freifahrtschein hatte. Also man hatte hier wirklich das beste Paket, aber ja, gerade mit den höheren aggressiven Curbs, das ist, denke ich mal, eher McLaren-Sache. Also da kann man wirklich sagen, was man will. Lando Norris hat in den letzten Rennen bewiesen, dass das wirklich McLaren-Terrain ist. Natürlich kommt es dann auf die Fehlerquote an, je nachdem, wie stark man sich mit der Strategie und vor allem auch natürlich Lando Norris selbst sich tut. Oscar Piastri ist ein bisschen schwach aktuell, vielleicht kommt er auch zurück. Bei Perez glaube ich das ehrlich gesagt nicht. Ferrari wird keine Chance haben. Ich sehe eher Mercedes Mercedes so ein bisschen auf Niveau von Red Bull fahren und McLaren wird vorne davon fahren. Aber soll es sein, wie soll, ich gehe jetzt mal hier auf meine Top 3 Prediction sein. Auf dem dritten Platz sehe ich tatsächlich George Russell. Ich glaube, der kann das wirklich gut hier, der wird da wirklich gut abschneiden, auch wenn das eher so Mercedes-untypische Strecke ist. Aber die Temperaturen könnten ihn in die Karte spielen. Auf dem zweiten Platz sehe ich Max Verstappen tatsächlich. Der wird zwar alles tun, um das Rennen zu gewinnen, kann sich aber nicht gegen die unfassbare Pace von meinem Erstplatzierten Lando Norris durchsetzen. Ich denke tatsächlich, Norris wird es dieses Mal endlich schaffen, nachdem er ja zwei Rennen quasi ja, durch blöde Strategie oder Fehler mit dem schnellsten Auto irgendwie was weggeworfen hat. Auf 3, also George Russell, auf 2 Max Verstappen und auf dem Sieg sehe ich tatsächlich Lando Norris. Was denkt ihr,
Wer wird das Rennen gewinnen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin verdammt gespannt auf den Österreich Grand Prix. Für heute war es das aber mal. Abonniert gerne auch auf TikTok, auf Instagram, hier auf IT-Gaming. Schaut auch gerne auf Insta-Tobi auf TikTok vorbei. Und falls euch meine Videos sehr gefallen, würde ich mich gerne über ein kostenloses Abo und auch gerne über ein Däumchen rumfreuen. Morgen geht es dann wieder mit der alten Seller-Karriere weiter. Auch bis dahin, später auf TikTok und ciao.